Es gab eine riesen Euphorie und hier ist es natürlich auch hervorragend. Es macht riesig Spaß, hier dabei zu sein. Aber wir haben einen Titel und das macht's aus. Das ist der Unterschied im Fußball. Man kann in der Bundesliga spielen, man kann schöne Spiele machen. Aber wenn man einen Titel hat, das ist nochmal was anderes. Und dafür spielen wir. Man sieht es auch, die Freude ist überwältigend und ich will es noch weiter genießen. Die Leute, die mir in Stuttgart begegnen, sagen ja auch ständig, sie werden es nie vergessen. Sie waren an dem Tag im Stadion, sie waren am Schlossplatz. Und da mit dabei gewesen zu sein und so maßgeblich beteiligt gewesen zu sein, das hat mich geprägt. Und deswegen bin ich da echt dankbar. Ich habe so viel investiert als Jugendlicher, um auch sowas mal zu erleben, um einen Titel zu holen, deutscher Meister zu werden, um selber Einfluss zu nehmen. Und an dem Tag ist alles eingetroffen. Und dann habe ich auch gemerkt, der ganze Aufwand, das hat sich halt gelohnt. Und es gibt wenige Momente im Fußball, die so prägend sind. Und dann weiß man, dafür lohnt es sich. Auch der ganze Aufwand, die Verletzungen dann hinterher, wenn man nicht spielt, wenn man schlecht spielt, kritisiert wird. Der Moment entschädigt dann für alles. Wir rufen den Spieler des Monats April, das ist die Elf. Thomas! 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 Wenn man auch den Leuten so im Gedächtnis bleibt, das geht dann ganz lange. Die Fans vergessen sowas nicht. Und wenn ich jetzt wieder da bin, auch beim Verein arbeite, dann merke ich das, wie die Leute sich da freuen drüber. Sagen, hey, der hat für den Club die Knochen hingehalten. Ich habe vom Club viel profitiert und umgekehrt war es das Gleiche. Und das ist ja das Schönste, was man sich vorstellen kann.